Hallo Berlin, hallo liebe Zuschauer. Ich möchte mit Ihnen heute über das Wasser reden. Ja, über das Wasser. Ein heiß, ein kontroverses Thema. Wie heißt es im Brief des Apostel Paulus an die Bitburger? Wenn Gott gewollt hätte, dass der Mensch Wasser trinkt, dann hätte er nicht so viel davon gesalzen. Ja. Pustekuchen, heute ist Wasser ein totschickes Lifestyle-Getränk. Ja, Wasser trinken ist heute wahnsinnig in. Ja, Wasser ist heute die Sehnsucht nach Reinheit und Klarheit in einer trüben, undurchsichtigen Zeit. Ja, neulich habe ich zum Beispiel Aqualuna gesehen. Kennt ihr mal Aqualuna? Vollmondabfüllung. Das lebendige Wasser. Lebendiges Wasser. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, Schatz, früher ist lebendiges Wasser ein Fall fürs Gesundheitsamt gewesen. Ja, bei uns im Odenwald gibt es eine grobe Regel. Je lebendiger das Wasser, desto dünnflüssiger ist der Stuhl. Ja, Wasser trinken hat heute eine spirituelle Bedeutung. Ja? Neulich bin ich so vom Joggen heimgekommen, war eine Karaffe mit Wasser auf dem Tisch gestanden, habe ich angesetzt, gestatzt, hast du mal einen Zahn rausgehauen. Habe ich gesagt, du Schatz, da sind Steine in der Karaffe. Sag mal, welcher Simbel hat denn da Steine in die Karaffe? Nein. Da habe ich gesagt, das sind Edelsteine. Was, Schatz, Edelsteine? Hättest du ein Tresor nicht ein besserer Ort für die Edelsteine? Hast du gesagt, nee, das ist Rosenquarz. Was, Rosenquarz? Ja, und hat gesagt, ja, das ist so, ne? Wasser verliert ja auf dem Weg durch die Leitungen seine natürliche Energie. Ne? Oder? Weiß man? Ne? Weiß man? Und durch das Rosenquarz im Wasser kann man das Wasser reenergetisieren. Da hab ich gesagt, Schatz, da kenne ich einen schnelleren Weg. Schmeiß einfach einen Föhn in die Badewanne rein. Oder was? Ja, wirklich, ja, es gibt richtige Edelwässer. Ich war neulich in einem Restaurant gewesen, da gab es eine Wasserkarte. Und es ist eine Wasserkarte mit 19 verschiedenen Wässern. Ich dachte, Wasserkarte? Wird doch schon Gänsewein in Barrique ausgebaut? Ja, und als Chateau Gerolsteiner verkloppt, oder was? Ja, und da kam so der Obern, ja, Herr Weber, von unser Krebscremesüppchen empfehle ich ein nussiges, ein süßliches Wasser aus dem Weserbergland. Zum Beispiel eine Flasche H2O. Hauptgang haben sie ja die tomatisierte Wildsau. Zu tomatisierten Wildsau wäre vielleicht eine Flasche tasmanisches Regenwasser ganz gut. Cloudschuss gibt's wirklich. In Deutschland wird tasmanisches Regenwasser als Cloudschuss verkauft. In der Werbung heißt es, die Einwohner Tasmaniens bezeichnen das Wasser als die Tränen Gottes. Für 26 Euro die Flasche. Ja, und für 26 Euro die Flasche würde ich auch anfangen zu flennen. Ich sage, wie ist es? Nachtisch haben sie ja die Trilogie von der Brombeere. Da wäre vielleicht eine Flasche Fidschi-Wasser ganz recht. Und das Wasser kommt wirklich aus Fidschi. Ohne Witz, ich hab's nachgeprüft. Hätte ja auch ein Marketing-Gag sein können, oder? Heißt Fidschi-Wasser, in Wirklichkeit kommt's aus der Rhön. Kann doch sein. Der Schokoriegel heißt auch Mars. Und, aber das Wasser kommt wirklich aus Fidschi. Ohne Witz, überall gibt's halt Fidschi-Wasser. Guckt euch mal um. Neulich habe ich sogar in Passau Fidschi-Wasser gefunden. Versteht ihr? Fidschi-Wasser in Passau. Oder die Niederbayern haben echte derben Humor. Alle zwei Jahre säuft die Stadt komplett ab. Und in der Zwischenzeit verkaufen sie Wasser als Fidschi. Also haut sie halt raus, oder? Ja. Ein Schweizer Umweltamt hat ausgerechnet, um ein Liter Wasser 1000 Kilometer weit zu transportieren, werden im Schnitt 97 Milliliter Erdöl gebraucht. Das heißt, um ein Liter Wasser von Fidschi nach Passau zu bekommen, wird mehr Erdöl in die Atmosphäre reingepustet, wie Hirnwasser ankommt. Versuchen Sie es mal Ihren Urenkeln beizubringen, wenn Sie irgendwann mal im Schlauchboot über den Brenner paddeln müssen. Aber für was habt ihr noch immer das ganze Fidschi-Wasser gebraucht? Kennst du tomatisierte Wildsau? Ja, Wasser ist das Geschäft der Zukunft. Ja, und nicht nur zum Trinken. Habt ihr gewusst, der Deutsche verbraucht am Tag 4000 Liter Wasser. Am Tag, sagen Sie, das kann doch gar nicht sein. 4000 Liter. Ja, aber das meiste Wasser verbrauchen wir heute virtuell. Habt ihr schon mal gehört von virtuellem Wasser? Hat nichts mit Computern zu tun, ne? Also nicht sagen, kein Wunder, dass mein Sohn so stinkt, der wäscht sich im Netz. Das ist Quatsch. Ja. Nein, Wasser, virtuelles Wasser ist das Wasser, das bei der Herstellung von Produkten gebraucht wird. Ja? Gerade unser westlicher Lebensstil ist ja eher wasserintensiv. Zum Beispiel Fleisch. 1 Kilo Rindfleisch in der Produktion, 15.000 Liter Wasser. 1 Kilo Kaffee, 20.000 Liter. 1 Stück Toilettenpapier, 1 Liter Wasser. Und wir reden hier nur von einlagigem Toilettenpapier, gell? Es gibt ja auch zweilagiges, dreilagiges, es gibt ja sogar 5-lagiges Toilettenpapier. 5 Lagen! Das ist doch leichter, sich einen Duden durch die Ritze zu ziehen, oder? Ja,
Ja, Kinder, Moment. Ja. Und besonders schlimm ist, wenn das Wasser aus Ländern kommt, wenn die Produkte aus Ländern kommen, die gar kein Wasser haben. Dann gucken Sie in Supermärkte, was für ein Quatsch wird da verkauft. Erzen aus Kenia, Gurken aus Israel, griechische Spargel. Wer zum Teufel ist denn griechischer Spargel? Kleine Entschuldigung, liebe Grimm, Gottes Willen, die Griechen, die sind ein ganz, ganz großes Spargelvolk. Natürlich, klar. Ja, dafür sind sie bekannt, die Griechen, für die gute Spachel, oder? Ja, darf bei keinem guten Griechen fehlen, Gyros mit Spargelspitzen und Tzatziki. So sieht's aus, oder? Ja, Kinder, das ist doch absurd. Ja. Durch diese Form der Landwirtschaft wächst die Wüste jährlich um 50.000 Quadratkilometer. Ja, 50 Grad jedes Jahr. Die Größe von Irland kommt dazu. Es ist wirklich absurd. Ja, und damit wächst natürlich der Durst. 1 Milliarde Menschen auf diesem Planeten haben keinen Zugang zu trinkbarem Wasser. Ich meine, Durst. Ich meine, ihr Berliner, wisst doch, wie schlimm Durst ist. Hat ihr schon mal richtig Durst? Wenn der Mund so trocken wird und die Zunge anschwillt und... Kennen Sie diese Vollkornkuchen beim Biobäcker? Ja, da weiß man, was heißt Durst haben. Deswegen, Kinder, jeder kann Wasser sparen. Okay? Ja, zum Beispiel Klamotten. Hier, ein T-Shirt in der Produktion. 2000 Liter Wasser. Deswegen, Mädels, gell? Bei Klamotten kaufen gilt, weniger ist mehr. Ja? Ja, das mag jetzt im katholischen Hausfrauenbund vielleicht nicht schmecken, aber ökologisch betrachtet ist ein Tangastring sinnvoller wie die Kittelschürze. Dankeschön.